Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, heute zu Archies Interview Musik verbindet. Das ist eine Challenge, die hat die Gartenarche gestartet. Und im Laufe der Challenge hat mich dann der YouTube-Kanal Christians Welt nominiert. Beide sind einmal da oben. Ich weiß jetzt nicht, ob das Handy spiegelt, also wenn, dann ist es auf der anderen Seite, vielleicht auch da. Und hier unten. Fragen findet ihr auch nochmal hier unten. Genau. Also erstmal soll ich mich vorstellen. Ich bin der Florian von Eimer und Hessengarten. Das ist mein YouTube-Kanal und ich komme aus den schönen Thüringen. Was hörst du für Musik? Also Musik, da höre ich relativ breites Spektrum, weil meistens hört man so Radio, daher also man hört gerne so, wie soll ich denn das sagen? Und es ist eine ziemlich große Mischung, also so von Uldies, also hier so Schlagerklassiker halt, bis also über 8er Musik, so Neue Deutsche Welle, 9er und auch das Beste von heute. Ja. Was sind deine Lieblingsmusiker oder Bands? Also was meine Lieblingsbands sind, ich höre gern von der, sagen wir so, modernen Musik gerne die Dorfrocker. Bei der älteren Musik höre ich auch gerne mal so die aus der ehemaligen DDR, so die Pudis. Was ist dein Lieblingslied? Mein Lieblingslied ist, das ist das, was mal so ein Sommerhit war, wo die auf den Tragflächen von dem Flugzeug tanzen. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt, aber schreibt es euch hier unten hin, da unten. Genau. Wo hörst du am liebsten Musik? Wo ich am liebsten Musik höre, das ist, so eigentlich höre ich sehr oft Musik, meistens auf Arbeit, so nebenbei, steht immer ein Radio, genau. Welchen Tonträger hast du dir als erstes gekauft? Der erste Tonträger, den ich mir gekauft habe, das war eine CD. Ich weiß nicht, ob die heutige Jugend noch weiß, was eine CD ist, weil es ja mittlerweile alles nur noch MP3 und Online und Download gibt. Genau, war eine CD. Von diesem Titel, den ich bei Lieblingslied angegeben habe, genau, steht auch jetzt nochmal hier unten, wie der heißt. Spielst du selbst ein Instrument? Nein, ich spiele kein Instrument. Genau. Weil ich bin auch nicht so musikalisch, ja. Spielst du lieber CD oder hörst du lieber Radio? Also, ob ich lieber CDs höre oder Radio. Also ich höre mehr Radio und wenn ich daheim bin, höre ich aber auch gerne mal MP3s. Ja. Weil CD ist ja in heutigen Zeiten auch nicht mehr so zeitgemäß. Singst du selbst? Wenn ja, bei welcher Gelegenheit? Also
Also ich singe nicht, weil das will sich keiner anhören. Würdest du zu Deutschland sucht den Superstar gehen, um dich zu beweisen? Nein, zu DSDS würde ich nicht gehen wollen, um mich zu beweisen. Wieso auch? Welches Instrument würdest du spielen, wenn du schon eins kannst? Welches Instrument ich gerne spielen würde, eigentlich keins. Ich bin halt nicht so musikalisch. Ja. Hast du jeweils für einen Star geschwärmt, Musiker? Jemals für einen Star geschwärmt habe? Nee, ich glaube nicht. Hat sich der Musikgeschmack im Laufe der Jahre geändert? Ob sich mein Musikgeschmack geändert hat? Nö, ich glaube nicht. Hab schon immer ein relativ weites Spektrum gehört. Welches Konzert würdest du gern mal besuchen? Konzert besuchen, Vielleicht mal die Dorfrocker, das ist hier so eine Gaudi-Musikband, ja, von denen würde ich vielleicht mal ein Konzert besuchen, aber ist ja momentan alles so nicht möglich. Welchen Star oder Musiker würdest du gern mal treffen? Welchen Star oder Musiker ich gern mal treffen würde? Eigentlich keinen. Ja, kein. Gibt es einen Star, den du gar nicht magst? Also ein Star, den ich gar nicht mag. Wendler. Welches Konzert hast du zuletzt besucht? Ich habe noch kein Konzert besucht. Welche Filmmusik magst du am liebsten? Das ist das Titellied von Werner Beinhardt. Ja, ein schönes Lied. Wenn du einen verstorbenen Musiker zurückholen könntest für einen Tag, wer wäre das und warum? Also die Frage tue ich jetzt nicht beantworten, weil das ja gar nicht geht. Welchen Musiker oder Bands würdest du empfehlen, die man unbedingt mal anhören sollte, die nicht so bekannt sind? Also welche Bands ich empfehlen würde? Dorfrocker. Ja, das ist so eine Gaudi-Band, wie gesagt, so Gaudi-Musikbände. Dann vielleicht noch die Pudis, aber die treten ja nicht mehr auf. Wobei es tun ja generell mittlerweile keine mehr auftreten, Bands. Wegen dieser Seuche. Ja. Wie fandest du diese Fragen? Konntest du diese sofort und spontan beantworten oder musstest du darüber nachdenken? Ging eigentlich ganz gut zu beantworten. Jetzt kommen wir zu den Kanälen, die ich nominiere für die Challenge. Das ist einmal der Balkonversorger Michael, dann der Garten 69. Und Felix Hobbygarten. Und
einmal Permakultur, Projekt Peace. Diese Kanäle möchten doch jetzt bitte innerhalb von einer bis, gucken wir mal auf den Kalender, sag mal, eine bis vier Wochen ein Video abfilmen, wo sie auch drei bis vier YouTube-Kanäle nominieren. Genau. Euch dieses Video gefallen, dann gebt einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder.